Ja, hallo liebe Leute. Ich wollte euch kurz zeigen, wie dann so ein Flieger aussieht, wenn man die Tragflächen und den Rumpf verheiratet. Das letzte Video, da ging es ja um die reine Rumpfkonstruktion. Das ist jetzt hier der Flieger mit den Tragflächen. Was ihr hier auch seht, ist, dass der das mittlerweile zäh wird bei der Bewegung, weil es eben viel zu viele Flächen und Flächenpunkte sind. Und dann schauen wir mal, was hier reingekommen ist. Also zum einen, wir haben den Rumpf, da ist die Kabinenhaube ausgeschnitten. Hier oben ist noch so eine Klappe ausgeschnitten. Da wird eine Klappe draufgesteckt. Die hat unten einen Dorn dran. Dorn nenne ich das jetzt einfach mal, das seht ihr gleich richtig, was das bedeutet, und mit dem werden die Tragflächen fixiert. Die Tragflächen, die haben hier jeweils so einen Adapter bekommen, dass die so in der Mitte da reingeschoben werden und dann hier an so einer Trennwand im Rumpf selbst werden die dann mit den Holmen fixiert, sodass sie auch fest sind. Und mit diesem Teil, was von oben reinkommt, werden die dann auch in der davon abgehalten, links und rechts rauszufallen. Also sind die fixiert. Wie das Teil dann fixiert wird, das weiß ich noch nicht. Kann man jetzt einfach mit Klebeband machen, wäre aber nicht so der Hammer. Ich denke, da gibt es bessere Möglichkeiten. So, jetzt gucken wir einfach mal nach. Oder ich mache die Tragflächen erstmal aus. So, da haben wir einmal die Rippen, die Haut, und hier da haben wir Rippen rechts, Haut rechts. So, jetzt haben wir die Tragflächen aus. Jetzt geht das hier auch wieder ein bisschen schneller. Und da sieht man jetzt hier, das sind diese Tragflächenadapter, die da so reingeschoben werden. Und jetzt kann man den Rumpf einfach mal unsichtbar machen. Rumpfboden und Rumpf oben. So, und da sieht man jetzt, das ist diese Trennwand. Vielleicht kann man diesem Rumpfabtrenner noch eine andere Farbe geben. Flächenfarbe machen wir einfach mal violett. Und dass man dann auch sieht, der passt genau in den Rumpf rein. Der würde mit dem zusammen gedruckt werden oder später, ja, später reinsetzen. Ich denke, ist fast unmöglich. Der muss mit reingedruckt werden. So, dann haben wir hier dieses Teil. Also einmal haben wir die Wurzeladapter rechts und links. Den geben wir auch mal gerade noch andere Farben. Die machen wir mal gelb. Gelb und den bitte auch gelb. So, das sind jetzt die Wurzeladapter, die Tragfläche. Und das hier, das ist dann noch der, was haben wir hier unten irgendwo, die sogenannte Klappe. Und den geben wir auch noch eine andere Farbe. Das machen wir mal rot. So, das Teil hier, das man sieht hier, das hat hier genau die Form vom Ausschnitt. Das wird also da richtig reingedrückt. Und das ist auch ein bisschen kleiner, damit das da reinpasst. Und hier unten sind hier und da zwei Sechsecke, die sich dann durch die Tragflächen, durch diese Adapter drücken und die dadurch fixieren. Hier unten wird das auch fixiert. Und zwar die Trennwand, die geht hier, und das Teil hat dann da einen Ausschnitt, damit das da auch stabilisiert ist. So, jetzt kann man dieses Teil dann, wenn man die jetzt rausnehmen möchte, die Tragflächen, dann würde also das Teil hier, dann machen wir erstmal das Fenster hier zu mit den Farben, und dann haben wir hier transformieren, und dann können wir jetzt, dann wird das Teil einfach so rausgezogen. Und dann kann man die Tragflächen einfach, das sind dann hier diese Wurzeladapter links und rechts, die zu der Seite rausziehen, und diese Tragfläche,
dann zur anderen Seite. Da kann man sich anschauen, da sind genau diese Ausschnitte drin, die da eben hier auch bei diesem Teil sind, mit dem die gehalten werden. Okay, wenn euch solche Videos gefallen, so lasst auch gerne ein Abonnement da und einen Klick auf die Glocke, dann werdet ihr über neue Videos informiert. Und dann danke für dieses dass ihr dieses kurze Video angeschaut habt und hier an der Entwicklung des nächsten Modellflugzeuges teilgenommen habt. Dann schönen Abend noch und alles Gute. Tschö.